Ja, Zelda-Time. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. The Wind Waker HD mit mir, dem Ameisenkönig. Dü. Oh, ich finde die Musik so entspannt auf Portemonnaie. Oh Gott, so super. Ja, wir sind hier auf Portemonnaie. In der letzten Folge haben wir ein paar Minispiele gemacht. Okay, eigentlich nur eins. Und zwar auf der Insel, wie hieß sie nochmal? Isla Binocular, genau. Dort haben wir uns ein Herzteil gegönnt. Und hier auf Portemonnaie wollte ich euch jetzt zeigen, wo man die letzte Flasche herbekommt. Und dafür gehen wir erstmal zu unserem guten alten... Ach, wie heißt der Typ eigentlich nochmal? Ich habe den Namen total vergessen. Unserem Geschäftspartner. Sieh doch nur, mein Freund. Mein Warensortiment ist bereits überaus beachtlich. Dank dir kommt jeden Morgen der Postbote und bringt mir Waren von den fliegenden Händlern. Jetzt kann sich mein Stand aber auch wirklich sehen lassen. Oh ja, sieht so super aus da hinten. Es wird noch voller, keine Sorge. Und auch ich bin mir jetzt meiner Berufung als Händler wieder ganz sicher. Dir ganz allein verdanke ich meinen prächtigen Stand. Ich will mich wirklich erkenntlich bei dir zeigen. Eigentlich ist es ja mein großer Schatz und kommt gleich nach dem Kapuzenmantel. Aber bei einem Dankesgeschenk an dich will sich Su Tsunari nicht lumpen lassen. Oh Mann, du hast die magische Barriere gefunden. Mit Hilfe deiner Rubine erzeugst du eine Barriere, die dich vor Angriffen deiner Gegner schützt. Du zahlst erst, wenn du Schaden erleidest. Benutze sie, indem du... Was ist das denn für eine Kacke? Hä? Früher war das so, dass... Die ist magisch, hallo? Meine magische Energieleiste sollte eigentlich dafür benutzt werden. Also, so war das früher bei der GameCube-Version. Oh, jetzt haben sie es natürlich so kommerz gemacht wie bei Twilight Princess. Da hat man auch eine Rüstung gehabt damals, die einen unbesiegbar macht. Und immer, wenn man Schaden erleidet oder auch schon die ganze Zeit, verliert man Rubine. Oh Gott. Naja. Als ich von meiner Heimat hierher kam, war es das einzige Besitztum, das ich mit mir nahm. Es ist ein absolutes Unikat, das es vermag, dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen. Selbstverständlich auch auf See. Schütze dich also damit und finde wieder fliegende Händler für mich, auf dass mein Warensortiment noch vielfältiger werde. Allerdings habe ich dann leider nichts mehr, das ich dir geben könnte. Oh, schade. Noch nicht mal ein Teil deines Herzens. Ein Viertel vielleicht. Ja, das finde ich ein bisschen... Ja, finde ich ziemlich enttäuschend. Die magische Barriere war eigentlich... Ja, die ist schon ziemlich geil, aber... Die hat immer von meiner magischen Energie gezehrt, wenn ich gerade nicht doof bin, oder? Oder vertue ich mich gerade? Dass es auch schon hier bei The Wind Waker so war. Dass Rubine mir abgezogen wurden. Ihr dürft mir gerne mal Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Oder wenn ihr schlauer seid als ich. Ist hier nicht irgendwo ein Rubin oder so? Oder wie kann ich Schaden erleiden? Ah, ich habe die Idee. Ich habe euch das noch gar nicht gezeigt. Oh Gott. Zelda-Fans, also die wirklich Zelda im Blut haben, dem wird es hier direkt aufgefallen sein. Hier gibt es keine Hühner. Eigentlich der Erzfeind nach Ganondorf auf dem zweiten Platz oder vielleicht sogar über Ganondorf sind Hühner für Link, weil Hühner einem, ja, ziemlich schnell töten können. Das hört sich jetzt ein bisschen behindert an, aber ich kann euch mal zeigen, wie sie dieses Temperament der Hühner bei The Wind Waker auf die Schweine übertragen haben. Du dreckiges, fettes Schwein! Komm her! Dich mach ich kalt! Oh Gott! Ah! Nein, jetzt kommen die Schweine! Oh Gott! Nein, 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 weg! Nein! Okay, magische Barriere an. Oh Gott! Wie viel verliere ich denn? Ach du Kacke! Nein, ich sterbe gleich! Ja, das ist heftige. Die sind jetzt total wütend. Das dritte Schwein müsste jetzt gleich auch angerannt kommen, wenn ich mal nach hier oben gehe. Ist das da oben? Ja, da oben ist es. Das interessiert sich überhaupt nicht für mich. Na, lass mich doch! Hilfe! Ich werde von Schweinen attackiert. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Geschafft! Alles klar. So, ich habe jetzt wie viele? 100 Rubine oder so verloren? Verdammt nochmal. Das hier wird ja nicht. Ja, egal. So, wir müssen nochmal wegen Su Tsunari reden. Du musst mich erhören, mein Freund. Irgendjemand scheint sich in letzter Zeit an meinem Tresor zu schaffen zu machen. Wenn ich morgens zu meinem Stand komme, finde ich da immer ganz eindeutige Spuren. Da wird sich doch nicht nachts jemand einschleichen und versuchen, etwas zu stehlen. Jedenfalls habe ich keine Beweise. Also,
Wenn ich denjenigen auf frischer Tat ertappen würde, dem würde ich aber die Limiten lesen. Das kannst du mir glauben. Ja, super Idee, das machen wir doch mal glatt. Nachts meint er also. Moment. Oh yeah. Wie hieß das nochmal? Die Sonate? Nee, das kleine, die kleine Tag- und Nachtmusik. So, bei Nacht. Das Geile ist, dass er uns ja am Tag wirklich hier wegschubst und nicht hier reinlässt. Aber hier könnte man eigentlich schon selber die ganze Zeit was klauen. Naja. Okay. Zeit für ein bisschen Mission Impossible. Dun, 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 dun. Okay, es ist eigentlich ziemlich ruhig. Hier kann keiner irgendwas machen. Der Typ, der tanzt die ganze Nacht. Und den ganzen Tag. Und sonst ist hier ja gar keiner auf bei Nacht, oder? Ah, Moment. Hier oben sitzt doch der eine Typ wieder. Jawohl. Der den Mond betrachtet. Da oben. Oh Gott, jetzt ist das Dach da im Weg. Oh, Sichel. Ich weiß nicht, aber der Anblick des Mondes ist doch irgendwie Balsam für die Seele. Findest du nicht auch? Oh ja, ist okay. So. Alles klar, dann würde ich sagen... Aha! Was macht das Mädel denn nachts noch hier draußen? In Lumpen. Okay, beklaut wäre das, kann das ja nicht mehr werden, aber... Trotzdem. Schleich dich! Ja, ist ja gut. Ungehöriges Bengel. Kind. Nee, Gör. Gör, so heißt es ja. Gör. Macht's aber wirklich nichts? Kann er mich nicht hier anpressen oder so? Ha. Ziemlich verdächtig. Meint ihr nicht? Ist ja gut, ich schleiche mich ja schon. Aha. Okay. Das kann nichts Gutes heißen. Dun, 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 dun. Ich liebe einfach das. Wie er einfach guckt. Voll ernst, als ob man irgendeinen Schwerverbrecher verfolgen würde, aber selbst dieses kleine Girl ist schon ziemlich verdächtig. Aber ich als Dieb würde direkt dahin gehen. Da ist doch gar keiner, oder? Na, ich meine, außer uns verfolgt sie ja nicht niemand. Aua. Wenn wir jetzt einen Pott zerschmettern würden, dann würde sie uns entdecken. Oder wir halt in ihre Richtung gucken würden oder sie uns sehen würde. Ich bin mal ganz vorsichtig. Und warte wirklich, bis sie uns nicht mehr entdecken kann. Wo ist das Girl hin? Scheiße. Scheiße, es hat sie entdeckt. Oh, das ist natürlich doof. Aha. Ich glaube, weil ich hier... Nee, weil ich einfach zu nah dran war, oder? Ja, ich glaube, ich war einfach zu nah dran. Scheiße. Wie machen wir das nächste Mal? Verdammt nochmal. Naja, wir probieren es noch einmal. Hä? Ich check's nicht. Geht die jetzt schnurstracks dahin oder was? Hey, wir haben es doch noch geschafft. Das verstehe ich jetzt nicht. Hey, wir haben es doch geschafft. Ich dachte, die hätte uns entdeckt. Aha. So, erwischt. Wer ist da? Nein, wir... Jetzt, was ist das denn? Jetzt hatte ich es doch gerade hinbekommen. Ich glaube, ich spinne. Ja, ich dachte eigentlich die beiden Male, wo sie, wer ist da, gesagt hat, dass sie uns entdeckt hat, aber, Okay, ich glaube, die haben hier irgendwie einen Fehler eingebaut bei der GameCube-Version. Oder ich bin einfach nur doof. Oder ihr dachtet doch auch, dass ich jetzt einfach da hingehen könnte und sie ansprechen kann. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Probieren wir es noch einmal. Boah, ich klopp dich gleich. Geh jetzt mal sofort klauen, sonst... Schlage ich dich noch auf dem Weg dorthin? Tot. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Genau in dem Moment, wo sie zurückguckt. Oh ja, ich liebe es einfach nur. Nun ja, aber.
Das sah wirklich so aus, als ob die uns schon entdeckt hätte und wieder zurückgehen würde. So dachte ich eigentlich, wäre es gewesen. Naja. So, hier können wir uns nicht anpressen. Schade. Schade, schade. Ja, ich bleib mal ein bisschen mehr auf Abstand. Theoretisch könnten wir auch eigentlich dort hinten warten um die Ecke, aber das ist mir jetzt zu langweilig. So. Sie geht jetzt also da hoch. Okay, sie guckt nicht zurück. Ich warte noch ein bisschen. Oder ich gehe mal ein bisschen langsamer. Okay, wir müssen ja eigentlich sehen, wenn sie wieder da runter geht. Sie müsste jetzt ja links vom Torbogen stehen. Also, lauf. Lauf, kleines Mädel, lauf. Los. Ja, wunderbar. Okay. Sie geht runter. Wunderbar. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Und schauen, ob sie jetzt daher kommt. Da ist sie doch. Gleich haben wir sie. So, wenn ich es jetzt nicht hinbekomme, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Erwischt! So, ah, geschafft. Himmel, bin ich erschrocken. Was soll das? Beinahe wäre mir das Herz stehen geblieben. Warum tust du sowas? Siehst aus, als könntest du kein Wässerchen trüben, aber stellst dann schamlos einer Dame nach. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Für einen Unhold, nein. Für einen Streiter der Gerechtigkeit. Wie? Ja, das sieht man gleich. Du bist wahrhaftig ein Streiter für die Gerechtigkeit. Und ich bin übrigens kein Dieb. Außerdem habe ich ja noch nichts gestohlen. Bitte, lass mich laufen. Es war nur eine Gelegenheitstat. Dein Schweigen sagt mir, dass du wütend auf mich bist, nicht wahr? Darf ich es dir erklären? Dann leg mal los. Glaub es oder glaub es nicht, ich war früher das vornehmste Mädchen der Stadt. Eines Tages aber wurde ich von diesem riesigen Vogelungetüm in die verwunschene Bastion, diesem schrecklichen Ort, verschleppt. Hallo, ich war noch da. Ich war zweimal vor dem Teil da. Wieso erkennt ihr mich nicht wieder? Mann, oh Mann. Und mein Vater hat alles Geld, das er besaß, auf meine Rettung verwendet. Ja, er hat sein letztes Hemd gegeben, damit ich freikomme. Und seitdem leben wir in Armut. Ich arbeite von früh bis spät an diesem Stand hier, aber wieder reich werde ich davon auch nicht. Du siehst ja, wie ärmlich ich gekleidet bin. Und was sagst du zu meiner Tragödie? Du hast mein Mitgefühl. Und dann ist auch noch Dolores, die ärmste Kirchenmaus dieser Stadt, auf einmal steinreich. Weiß der Kuckuck, wie die das angestellt hat. Da kann man es mir doch nicht verdenken, wenn ich sauer werde und mir mal ein paar Boshaftigkeiten herausnehme, oder? Verstehst du, was ich sagen will? Völlig. Dann lässt du mich also laufen? Das kann ich leider nicht. Warum denn nicht? Ich finde dich einfach zu süß. Ich bin ein gewissenhafter Mensch. Ja, du hast recht. Du hast ja recht. Ich weiß selber, dass alles, was ich sage, nichts weiter als Vernunftstreiterei ist. Vernunftstreiterei müsste es eigentlich sein. Egal. Armut schwächt nicht nur den Geldbeutel, sondern auch den Charakter der Menschen, nicht wahr? Ab heute kommen mir jedenfalls keine Ausreden mehr über die Lippen. Ich danke dir. Dank dir habe ich gerade noch mal die Kurve gekriegt und bin nicht zu einem Dieb geworden. Jedenfalls werde ich so etwas nie wieder tun. Oh, das hoffe ich mal, Mädel. Puh, ich fühle mich irgendwie wirklich erleichtert, weil ich mit dir über alles reden konnte und mir jetzt eine Last von meinen Schultern genommen ist. Zum Dank will ich dir ein kleines Geschenk machen. Geil! Ich hoffe, die Flasche hat sie nicht gemopst. Aber jawohl, die letzte Flasche, die man hier im Spiel bekommen kann. Super! Du kannst zum Beispiel Wasser mit ihr schöpfen oder sie noch mit jeder Menge anderer Sachen füllen. Nun schau doch bitte nicht so zweifelnd. Die habe ich nicht gestohlen. Ich habe sie am Strand gefunden, wo sie wohl angespült wurde. Es ist eine kleine, durchsichtige Flasche aus Glas. Wunderschön, findest du nicht auch? Ich wünsche, dass mein Herz auch einmal so wird. Ha, aber was rede ich denn da eigentlich? Kaum lebt man in Armut, schon drischt man ungeniert die ausgelutschtesten Phrasen. Ich sollte mich schämen. Aber wenn ich nicht bald heimgehe, dann macht sich mein Vater noch Sorgen. Mein kleiner Streiter für die Gerechtigkeit. Es müsste mehr Leute wie dich geben. Danke,
Danke für alles heute Nacht. Alles klar, du kannst gehen. Oh, süß war sie ja schon. Aha, mal gucken, was Link so macht, wenn das Spiel vorbei ist. Oh, was haben wir denn da noch? Stimmt, wir haben ja noch da oben den Leuchtturm, der nicht leuchtet. Ein Leuchtturm, der nicht leuchtet. Das wollen wir mal ändern. Wir haben doch jetzt die Möglichkeit, alles zum Brennen zu bringen. Also, Hände hoch. Okay, ich wollte jetzt ihn eigentlich überfallen, aber... Warum steht hier eigentlich die ganze Zeit Teller von Nudeln? Die ganze Zeit hier nur am Nudelsuppe essen. Ja, wir hätten jetzt eigentlich die ganze Bude im Brand stecken können, aber ich glaube, wir belassen es mal dabei, einfach den Leuchtturm anzuzünden. Ah, hi. Eine schöne Nacht, nicht wahr? Es ist kaum zu glauben, aber das Riesenrad hat doch tatsächlich plötzlich angefangen, sich wieder zu drehen. Wer mag es wohl wieder in Gang gesetzt haben? Wer auch immer es war, eine steht jedenfalls fest. Es gibt eben doch noch nette Leute auf der Welt. Nun, wenn es sich also schon mal dreht, solltest du dir auch eine kleine Fahrt damit gönnen, Junge. Spring einfach in eine der Gondeln und genieße die Aussicht. Oh ja, gute Junge. Gute Idee, mein Junge. Zap. Ups. Wie sich sein Blick einfach sofort ändert. Ja. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Wir müssten eigentlich im richtigen Moment hier in dieses Tal reingucken. Jawohl! Beim ersten Versuch. Direkt so ein gleißender Lichtstrahl. Wow. Und was ist das? Eine Truhe. Cool. Die Truhe gibt es ja schon länger. Und ja, ich würde sagen, dass wir uns die mal gleich gönnen werden. Vielleicht ist da ja ein Herzteil drin. Mal schauen. Aber wenn der Typ hier schon so vom Leuchtturm schwärmt, hat er vielleicht auch was für uns, wenn wir ihm jetzt hier eben sagen, dass wir den Leuchtturm angezündet haben. Oh, wir könnten noch was machen. Genau, das könnten wir auch noch machen. Wartet mal, ja. Alles der Reihe nach. Ich habe noch so viele Sachen, die man... Okay, nicht mehr so viele Sachen, aber... Noch ein paar Sachen im Kopf, die man hier in Portemonnaie machen könnte. Eine schöne Nacht, nicht wahr? Hast du das gesehen, Junge? Der Leuchtturm strahlt wieder. Damit wird die dunkle Nacht endlich wieder vom strahlenden Licht erhellt. Mann, ich bin so glücklich. Ich muss einfach irgendjemandem etwas schenken. Da kommst du mir gerade recht, Junge. Hier, das ist für dich. Yeah, ein Herzteil. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Cool. Damit hat Portemonnaie sein Wahrzeichen wieder und das Leben hier wird sicherlich bald noch geschäftiger werden. Juhu, freut mich, dass wir dir helfen konnten. So, okay, die nächste Sache, die wir jetzt an Angriff nehmen sollten, ist dort hinten. Da gibt es nämlich so eine Tür, die nach Westen. Die da zu dem Photoshop führt, aber nicht die normale Eingangstür, sondern ja... Der hat da so eine Terrasse, der Fototyp. Ich habe schon den Namen wieder vergessen. Okay, der Name ist, glaube ich, auch total egal. Aber vielleicht können wir ihm noch so ein paar Sachen, um ein paar Sachen erleichtern. Okay, wir sind jetzt gerade irgendwie ein bisschen heuchlerisch. Wir haben gerade einen Dieb gefasst. Aber, naja, reinschauen können wir doch sicher, oder? Ja, klar, mit Sicherheit. So. Mal gucken, ob ich überhaupt das Dekoblatt anwenden muss. Ich glaube, man könnte auch so dorthin kommen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Alle, hopp. So. Ha, wo führt das denn hin? Aha. Ja, wirklich, zwei Truhen. Ich glaube, ich mache erst die kleinere auf. Yeah, oh, nur 50 Rubine. Oh, toll. Was ist hier drinne? Oh Mann, eine Schatzkarte. Cool. Die braucht er eh nicht, glaube ich. Ich weiß nämlich gar nicht, wie er überhaupt hier hinkommt. Seht ihr, ob den Aufbau hier gerade von dem Raum? Der kann hier gar nicht reinkommen. Als ob der, weiß ich nicht, der das Haus gebaut hat und sich gedacht hat, okay, ich verstecke meine Schätze, damit ich da eh nie wieder reinkommen kann. Ziemlich strange. Aber nun ja. So. Gucken, wo wir jetzt hier landen, wenn wir aus diesem Loch rauskommen. Oh, und wir haben wirklich noch genug Zeit, um das, die Truhe da zu holen, die eben aufgetaucht ist durch den Leuchtturm.
Und wupp. Wow. Was ist das denn? 10 Jahre ist es nun schon her, dass ich mich der Fotografie verschrieben habe und der Ästhetik wahrer Schönheit auf der Spur bin. Wie bewundernswert. Nanu, wer ist da? Was? Du bist es? Warum erschreckst du uns so? Erwischt! Moment, ich muss noch ein Beweisfoto machen. Aha, ihr beide also. Zack. Oh nein. Das war das falsche Foto. Falscher Knopf. Und Cheese. Oh yeah. Haha, so. Was soll das? Ich bin nur hier, um mich fotografieren zu lassen. Ich bin nämlich schon seit jeher ein riesengroßer Lichtbildliebhaber. Es soll da ja einige beunruhigende Gerüchte über mich geben, aber... Ich warne dich, mal dir ja keine Unsittlichkeiten aus. Oh ja. Was geht, Big Boss? Aber wie bist du überhaupt ins Haus gekommen? Ich habe dich überhaupt nicht bemerkt. Ja, Überraschung. Können wir überhaupt eigentlich bei Nacht hier durch den normalen Eingang reinkommen? Weiß ich gar nicht. Doch. Okay. Aber jetzt ist er wahrscheinlich wieder alleine. Oh ja. Jason, wusstest du, dass heute ein wahrlich denkwürdiger Tag ist? Heute vor langer, langer Zeit auf meiner unermüdlichen Mission, alle Geheimnisse der Fotografie zu ergründen, habe ich mein erstes legendäres Lichtbild gemacht. Ein legendäres Lichtbild ist ein Bild, auf dem ein Motiv zu sehen ist, das nicht von dieser Welt ist und die Vorstellungskraft der Menschen weit, weit übersteigt. Nur selten bieten sich Gelegenheiten für solch transzendentale Schnappschüsse. Doch könnte ich mich wohl kaum einen Fotomeister nennen, hätte ich nicht eine stattliche Anzahl solch grandioser Lichtbilder. Übrigens, Jason, da du dich ja auch ganz und gar wie ich der Fotografie verschrieben hast, oh ja, wäre ich durchaus bereit, dir generös eines meiner legendären Lichtbilder zu überlassen. Falls du also noch Platz für ein Lichtbild in deiner Fotobox Deluxe hast, reiche sie mir doch mal bitte kurz. Oh, okay, ja, Platz haben wir gerade. Moment, nicht so ganz. Nee, wir müssen zu unserem Album. So, was können wir denn löschen? Oh Gott. Das können wir löschen. Jawohl. Oh, der Golem aus dem Turm der Götter. Der Mond. Sexy. Noch sexier. So. Dann hier bitte. Also dann, ich werde dir sogleich das Lichtbild in deine Fotobox speisen. Nun ja, unter einer klitzekleinen Bedingung, die ich noch zu erwähnen vergaß. Immerhin handelt es sich um eine beispiellose Rarität. Das kann natürlich nicht ohne einen, kleinen Obolus vonstatten gehen. 150 Rubine muss dir das schon wert sein. Oh Gott, so ein Hund. Okay, hier. Besten Dank. Na, dann wollen wir doch mal. So, das war's. Du hast das legendäre Lichtbild für deine Fotobox Deluxe erhalten. Aber eigentlich ist für mich jeder Tag ein denkwürdiger Lichtbild-Gedenktag. Ich erwarte dich also morgen wieder. Okay, ja, wir können uns jetzt, ich glaube, schon mehrere Bilder gönnen von dem. Müssen halt am nächsten Tag dann wiederkommen. So, was ist denn das jetzt hier für ein Bild? Was? Das Bild ist das? Cool. Stimmt, von der können wir gar keins bekommen, weil die ja nur in der Sequenz auftaucht. Der war da oben. Der war auch da oben. Ja, das ist ziemlich interessant, was er noch für sonstige legendäre Lichtbilder so nur auf dem Kasten hat oder im Kasten hat. Im Fotokasten. Aber ja, wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Ich würde sagen, wir gönnen uns dann nochmal eben das Teil da. Moment. So, ja, das dürfte reichen. So, mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Na komm schon, na komm schon, na komm schon, na komm, 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 komm. Jawohl! Hey, ja! Du hast ein Herzteil gefunden. 3 dahin noch, 1 im Sinn. Juhu! Okay, dann wäre es das hier mit der Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker. Ach, da hinten ist ja auch noch ein Schatz. Hab ich ganz vergessen. Ja, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat hier, Portemonnaie bei Nacht,
dann drückt da auf Daumen hoch, das finde ich cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir vielleicht noch mehr auf Portemonnaie machen. Vielleicht werden wir aber auch noch andere Gefilde untersuchen hier. Es gibt ja noch so viel zu entdecken hier bei The Wind Waker. Und ja, bis dann, macht's gut. Tschüss.